Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur Beck am Start. Nach der desaströsen Session gestern in Gems Bonanza habe ich heute wieder eine bisschen größere Balance am Start. Wie einige von euch an meiner Balance schon festmachen konnten, habe ich um die 20.000 Dollar nachgezahlt. So gesehen habe ich jetzt 34.000 Dollar am Start, beinahe 35.000 Dollar. Ich hatte auch einen kleinen Amount in Rakeback und ich werde mir heute ein paar Boni in Fat Center kaufen. Vorerst möchte ich anbringen, dass man hier bis zu 200 Dollar Spins machen kann und ich werde mir definitiv auch einen 16.000 Dollar Bonus kaufen. Wir starten aber rein mit einem 8.000 Dollar Bonus. Hoffentlich ist es direkt ein Super Bonus. Sofern ich jetzt nicht komplett Bruch gehe, wäre ich schon ganz zufrieden. Ja, hoffentlich läuft es besser wie in Gems Bonanza. Wesentlich schlechter kann es ja tatsächlich gar nicht laufen. Sofern ich jetzt hier ein paar Verbindungen kriege, ein paar Kuchen, vorzugsweise Final Stage, würde ich lieben gerne auch auszahlen. Das dürfte jedem bewusst sein. Ist jetzt von den ersten paar Spins nicht wirklich allzu viel versprechen. Das ist noch immer ein 8.000 Dollar Bonus bei. Wir brauchen unbedingt ein paar Kuchen in den nächsten Spins für die Second Stage, Third Stage und vielleicht sogar die Fourth Stage. Und der erste Bonus ist mindestens die Second Stage. Das sieht bisher aber nicht gerade wirklich allzu vielversprechend aus. Ich hoffe mal, dass ich jetzt ein, zwei gute Verbindungen kriege und mindestens meinen gesamten Verlust minimiere. Bisher sieht es nämlich katastrophal aus. Zwei Kuchen, wir verbinden ein bisschen was, dürften so um die 2000 Dollar sein, oder? Ja. Mindestens mal 25% vom Bonus zurück. Ich hoffe insbesondere, dass der maximale Bonus bei gut läuft. Nochmal zwei Kuchen, super. Vielleicht next Stage, wer weiß, vielleicht Next Stage. Eine Sache, die ich währenddessen hier kurz anbringe, ich habe ein Gewinnspiel am Start, ich verlose sehr, sehr stark, sehr, sehr guter Hit, ich verlose einen Wilds Pullover. Wenn ihr teilnehmen möchtet, ist der Link dazu in der Beschreibung. Die Teilnahme ist natürlich kostenfrei und an keinerlei Form von Bedingungen gebunden. Wir haben ein super Setup, sofern wir jetzt vorne einen Kuchen bekommen könnten in den nächsten zwei Spins, wäre ich ganz zufrieden. Das wäre super. Wenn ich hier in zwei Spins jetzt nichts verbinde, wäre das schon recht traurig. Ist ein sehr guter Hit. Ist eine All-Away-Verbindung auf dem Low-Symbol. Das ist einiges. Das nehme ich liebend gerne mit. Das ist der Start, den ich mir gewünscht habe. Ich meine, ist jetzt kein bombastischer Bonus bisher mindestens. Wir werden auch nicht in die Fourth Stage kommen. Das kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Der Bonus zahlt zwar nur 2000 Dollar plus. 2000 Dollar plus sind aber trotzdem 2000 Dollar. So gesehen nehme ich es gerne mit. Wir kaufen uns daraufhin jetzt einen kleineren Bonus, einen 4000 Dollar Bonus. Mal schauen, ob der auch wieder gut ist. Sofern der ganz okay ist, kaufe ich mir noch einen 4000 Dollar Bonus bzw. einen 8000 Dollar Bonus. Und wenn der schlecht läuft, kaufe ich mir einen 16.000 Dollar Bonus. Gar kein so schlechter Start. 510 Dollar Base Bet bzw. Base Win. Jetzt ein paar Verbindungen. Ein paar Kuchen. Mal schauen, was alles kommt. Ein Kuchen mindestens, okay. Vielleicht jetzt direkt zwei Kuchen. Ah, schade. Sehr schlechtes Placement. Zwei Kuchen. Jetzt ist es nicht mies. Das ist überhaupt nicht mies. Wir haben jetzt so gesehen vier Spins für fünf Kuchen. Das könnte man definitiv hinkriegen. Ist sicherlich nicht unmöglich. Wir verbinden ein bisschen was. Ist jetzt bisher nicht der beste Bonus. Wir bräuchten jetzt ein paar Kuchen. Und die kriegen wir dieses Mal wohl oder übel nicht. Summa summarum bisher 3000. Okay, jetzt kriegen wir zwei Kuchen. Trotzdem bisher natürlich 2000 Dollar minus. Wir bräuchten noch zwei Kuchen in den nächsten. Drei Kuchen in den nächsten zwei Spins. Für einen Retrigger. Ist rein theoretisch möglich. Zwei Kuchen in einem Spin ist möglich. Ist aber nicht allzu wahrscheinlich. Und wir kriegen es tatsächlich. Das verwundert mich jetzt ein bisschen. Wieder ein guter Bonus. Diesmal sogar. Ja, das Wild vorne. Das heißt, da dürfte, sofern es jetzt nicht total schlecht läuft, definitiv wieder Profit drin sein. Das heißt, wir kaufen uns noch einen 4000 Dollar Bonus. Aber vielleicht ist ja hier auch Fourth Stage drin. Fourth Stage wird es in dem Fall nicht. Ist noch nicht ganz Profit. Jetzt Final Spin ist hundertprozentig Profit für diesen Bonus. Ist jetzt kein gigantischer Profit, ist aber wieder Profit. 1600 Dollar Profit. Wir schlagen uns ganz wacker. Das passt eigentlich. Jetzt kaufe ich mir noch einen 4000 Dollar Bonus. Wir probieren es. Und nachher kaufen wir uns einen maximalen Bonus. Das wäre dann, lasst mich lügen, nochmal einen 16.000 Dollar Bonus. Ich weiß nicht, ob ich ein großer Fan von mehr Kuchen am ersten Spin bin. Ich bekomme
teile hier drei Kuchen, dann komme ich nicht mal in die Second Stage rein. An sich sicherlich ein super Setup. Heißt aber noch nichts. Wenn wir direkt nochmal drei Kuchen kriegen könnten, dann vielleicht schon. Selbst auf einem $50 Basebet kann man hier eine Menge gewinnen. Wäre natürlich recht suboptimal, wenn ich hier jetzt ein Perfect Setup kriege insgesamt und dann nicht allzu viel mitnehme. Ist aber nicht schlecht bisher. Wir haben noch einige Spins, 6 an der Zahl dürften es sein. Und wir bräuchten 5 Kuchen, 1 Kuchen pro Spin. Vielleicht jetzt auch direkt mal 3 Kuchen in einen Spin. Es wäre auch sehr optimistisch gewesen, ist aber eine Verbindung, $1000. Das in jedem Spin. Wäre auch schon ganz akzeptabel. Ein Kuchen jetzt. Könnte sich noch rausgehen, logischerweise. Jetzt vielleicht ein paar Kuchen. Ich möchte mal lieben gerne in die 4., 5. Stage kommen. Ich hatte letztens unglaublich viel Glück in Fat Rabbit, war das. Für die Leute, die das Video gesehen haben. Da hatte ich auch einen $10 Basebet. Einen 700er Multi, sowas um den Dreh. Das war für meine Verhältnisse erstaunlich gut. 2 Spins für 2 Kuchen. Das könnte sich ausgehen. Ein Kuchen, letzter Spin, noch ein Kuchen. Vielleicht wird es dann Profitbonus bei. Sofern wir keinen Kuchen kriegen, wird es wohl ein Minusbonus bei werden. Wir kriegen 2 Kuchen, das heißt, wir kriegen nochmal ein paar extra Spins. 2 extra Spins, 4 Kuchen bräuchten wir. Nicht das beste Setup, so gesehen eigentlich das schlechteste Setup. Ich wünsche mir einen Kuchen in der ersten Walze. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Der Kuchen vorher, das wäre super. Stark. Mindestens ein garantierter Hit, ist wieder ein garantierter Profitbonus bei. Für eine Sekunde dachte ich, wir kriegen die 4th Stage. Ist es aber nicht. Ist aber ein super Bonus wieder. Ist ein super Bonus. Es läuft echt gut. Es läuft wirklich gut. Ich werde es jetzt eh bereuen. Ich kaufe mir jetzt aber einen Max-Bonus bei. Da ich es auch schon angekündigt habe, muss ich es eigentlich machen. Profit hätten wir im Start und das sogar deutlich. Wir kaufen uns aber jetzt einen $16.000 Bonus. Und vielleicht mehr als ein Kuchen wäre schon ganz erfreulich. Nee. Okay, das ist jetzt mehr oder weniger der ganze Profit plus $10.000, die ich hier reinzahle. Beziehungsweise plus $9.000. Hoffentlich läuft es okay. Ich wäre glücklich, wenn es nicht ganz schlecht läuft. Ach, stark. Sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig, sehr wichtig. Second Stage. Das ist schon mal, ja, besser wie nichts. Ein garantierter Hit pro Spin, ein extra Kuchen. Ich möchte es nicht verschreien, das ist aber nicht schlecht. Das ist definitiv nicht schlecht. 6 Spins. Für 4 Kuchen sogar nur. Wir kriegen direkt einen Kuchen. Ist auch ein $2000 Gewinn. Das ist stark, sehr, sehr stark. Der Kuchen direkt unter, ja, unter Center. Das ist schon sehr suboptimal. Dead Spins. Okay. Ein Kuchen mindestens jetzt. All the way. Ist noch nicht Profit, kann ich mir nicht vorstellen. Wir nähern uns aber dem Break-Even. Und da bin ich ja dann auch schon ganz angetan. Vielleicht jetzt 2 Kuchen. Stark! Was man sich wünscht, kriegt man anscheinend. Vielleicht kann ich ja heute meine Verluste zurückholen. Das ist definitiv was möglich. Leute, wir haben einige Spins auf 3rd Stage. Nämlich 3 an der Zahl. Wir bräuchten jetzt 5 Kuchen. Das wird sich höchstwahrscheinlich nicht ausgehen. Sofern ich jetzt aber hier irgendwie All-Away-Verbindungen kriege, wäre das auch schon ganz akzeptabel. Das ist ein $4000 Gewinn, ist definitiv ein Profitbonus. $1000 haben wir schon. Jetzt vielleicht vorne ein Top-Symbol. Schneemann all the way. Sehr, 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 sehr stark. Das ist nicht schlecht. 17.000 sind es. Ey, das ist viel besser, wie ich gedacht hätte. Ey, das Fat Center rettet uns. Und noch ein. Okay, eine All-the-way-Verbindung. Ich glaube, Kuchen zählt als Top-Symbol, sofern ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ey, das ist sehr, sehr gut. Fat Center rettet uns den Arsch. Und das deutlich. Das heißt, wenn wir das jetzt mal summa summarum zusammenrechnen, ist es ein super Setup. Allgemein ein super Resümee. Das war Bombe. $93.000.
20.000 habe ich eingezahlt. Das heißt, wir subtrahieren es weg. Dann hätte ich so gesehen jetzt sogar Profit von dem, was ich draufgelassen habe. Stark! Nach der katastrophalen Gems Bonanza Session mal wieder einen guten Hit. Ich kaufe jetzt keinen Bonus. Ich werde höchstwahrscheinlich jetzt auszahlen. Sofern ich noch nicht ausgezahlt habe, könnt ihr damit rechnen, dass ich morgen noch ein Video aufnehme. Da kaufe ich mir vielleicht ein paar 1000 Dollar Boni. Ich möchte aber, ungelogen, dieses Mal wirklich mindestens 80.000 Dollar mitnehmen. Sehr, sehr stark. Sehr, 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 sehr stark. Cheers!